Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Sodbrennen, dieses Gefühl, dieses brennende Gefühl in der Brust, das kennen viele. Vielleicht nach einem schweren Essen, vielleicht nach zu viel Alkohol. Aber für manche gehört das auch schon zum Alltag dazu. Da beeinträchtigt es dann schon die Lebensqualität. Und nicht nur das, Sodbrennen kann Entzündungen hervorrufen und unter Umständen sogar auch Krebs. Wie ernst die Sache ist, was man dagegen machen kann, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Peter Wellhöhner. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin und Gastroenterologie an der Asklepios-Klinik Bad Oldesloe. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie, was passiert eigentlich genau, wenn wir Sodbrennen haben? Sodbrennen ist ein Schmerz, den man hat, wenn die Säure, die im Magen natürlicherweise vorhanden ist, in die Speiseröhre hochfließt und dort zu Verätzung führt. Warum fließt sie denn dahin? Da gibt es verschiedene Gründe für. Wir haben, eigentlich ist es so vorgesehen, dass die Speiseröhre ist ein Muskelschlauch und am Ende dieses Muskelschlauches ist ein Ventil, ein Ringmuskel, der verhindern soll, dass die Säure aus dem Magen in die Speiseröhre hochfließt. Und wenn man Sodbrennen hat, funktioniert wohl dieses Ventil nicht mehr richtig. Das kann verschiedene Ursachen haben. Und wenn dieses Ventil halt zu schlaff ist oder ausgeleiert ist oder vielleicht durch bestimmte Medikamente oder Nahrungsmittel geschwächt wurde, dann kann es dazu kommen, dass halt die Magensäure hochfließt und zu den Beschwerden führt. Jetzt sagen Sie schon, also wenn er erschlafft ist, heißt das, man kriegt Sodbrennen im Alter? Nicht unbedingt. Im Alter ist es deutlich häufiger, aber es gibt auch viele Patienten, die haben schon Sodbrennen mit vielleicht 20, 25 Jahren. Vielleicht nicht so häufig wie Patienten im Alter, aber es kann schon relativ früh beginnen. Und was kann noch zu Sodbrennen führen, außer eben erschlaffene Muskeln durch Alterung? Naja, also nehmen Sie zum Beispiel mal an, Sie sind jetzt ein sehr schwerer Mensch mit einem großen, dicken Bauch. Dann haben Sie sehr viel Druck im Bauch und dieser Druck drückt auf den Magen drauf. Und dieser Druck führt dazu, dass die Säure sich ja irgendeinen Weg suchen muss und der ist dann im Zweifelsfall nach oben in die Speiseröhre. Davon können viele Schwangeren zum Beispiel ein Lied singen. Ja? Das ist also in der Schwangerschaft, wenn der Bauch größer wird, der Druck größer wird, die Schwangeren, die ja sehr jung sind und nie Sodbrennen hatten, auf einmal über diese Beschwerden klagen. Und schweres Essen wird sicherlich auch drücken, das kann ich mir vorstellen, aber da spielt, glaube ich, auch Fett eine Rolle, oder? Ja, also Fett spielt insofern zum Beispiel eine Rolle, dass Fett selbst dafür sorgt, dass dieser Ringmuskel, dieses Ventil, wie wir, oder Sphinkter, wie wir das nennen, dass es erschlafft. Und das ist nicht nur Fett, wie es im Fleisch ist, sondern es kann auch Fett sein in der Schokolade, das kann Fett sein in der Milch, in jegliche Art von fettiger Speise führt halt dazu, dass dieser Verschluss vorübergehend schwach wird, erschlafft und zum Säurerückfluss führt. Ist das allgemein so bei der Muskulatur? Nein, das ist nur jetzt speziell bei diesem Muskel so. Und sonst ist es nicht so, dass man jetzt fettig ist, auf einmal schlapp und müde wird und kraftlos. Ja, ja. Das ist tatsächlich nur bei diesem Muskel, der da diese Ventilfunktion hat. Und welchen Einfluss hat der Alkohol, bei dem es ja auch passiert? Alkohol hat einen riesengroßen Einfluss. Ja, also da kann wahrscheinlich jeder ein Lied von singen, der ab und zu mal ein Glas Rotwein trinkt. Alkohol führt tatsächlich dazu, dass auch dieser Ringmuskel erschlafft. Ja. Wenn man sich dann nach einem Fest zum Beispiel abends ins Bett legt, merkt man, oh Gott, ich habe gesündigt. Auf einmal fängt es an weh zu tun. Und dann weiß man ganz genau, das war ein Glas Rotwein zu viel. Ah, das heißt ja dann eigentlich auch, dass dieser berühmte Verdauungsschnaps, der ja eigentlich ein Verteiler sein soll, ja, wie man mal gedacht hat, gar kein Verteiler ist. Ne? Eigentlich nicht. Also man trinkt es gerne und hat das Gefühl nach Grünkohl und Pinkel, dass man jetzt so einen schönen Schnaps mal gut gebrauchen könnte. Mhm. Was der Schnaps macht, zum einen, er lähmt den Magen, was schon mal nicht gut ist. Also tatsächlich ist es nicht so, dass die Passage oder dass der Magen sich schneller entleert, sondern im Gegenteil, das Essen bleibt länger im Magen und es führt zusätzlich dazu, dass auch noch der Verschluss, dieser Ringmuskel erschlafft und so, dass man, wenn man eine Neigung dazu hat, mit dem Alkohol doch ein bisschen vorsichtig sein sollte. Gerade nach so schweren Mahlzeiten wie zum Beispiel Grünkohl und Pinkel mit viel Fleisch. Und spielt auch die Psyche eine Rolle, zum Beispiel Stress? Ja. Also viele Patienten, die zu uns kommen mit Sodbrennen, klagen über Stress. Sicherlich ein auslösender Faktor. Wenn man alle, sagen wir, Möglichkeiten ausgeschöpft hat, die man zur Verfügung hat,
sich auf bestimmte Diäten achtet, aufhört zu rauchen zum Beispiel und Gewicht verliert und man hat immer noch Sodbrennen, dann helfen doch Entspannungstechniken beziehungsweise sich ein bisschen zurückzunehmen und den Alltagsstress ein bisschen abperlen zu lassen. Das hilft oft. Das ist richtig. Um den Magen zu beruhigen und nicht so viel Säure produzieren. Um nicht so viel Säure zu produzieren. Also Stress produziert halt viel Säure und die Säure muss irgendwo hin und sucht sich dann den Weg nach oben. Ja, ja. Das hatten wir ja die ganze Zeit gesagt, das ist ein brennender Schmerz, der in der Höhe des Brustbeins vielleicht ist, da wo die Speiseröhre ansetzt, auf dem Magen. Muss es denn immer so ein brennender Schmerz sein? Also wir sprechen ja davon, dass die Säure in die Speiseröhre fließt, das nennen Sie Reflux, glaube ich. Muss das immer so sein, dass das brennt oder kann das auch andere Symptome haben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil unsere wichtigste Alternative, Differentialdiagnose, wie wir das sagen, also andere Möglichkeit, ist natürlich die Angina pectoris. Das ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, eine Minderdurchblutung des Herzmuskels. Dadurch kriegt das Herz nicht genug Sauerstoff und man kommt auch Brustschmerzen, die unter Umständen ganz ähnlich sein können wie eine Refluxerkrankung. Insofern ist es schon wichtig, dass der Arzt das differenziert. Handelt es sich hier um einen Reflux oder ist es tatsächlich ein drohender Herzinfarkt? Ja. Und das ist für uns ganz wichtig, das herauszufinden. Und wie stellen Sie das fest? Also einmal durch die Anamnese, durch das ärztliche Gespräch. Es ist, Sodbrennen kommt meistens nach schweren Mahlzeiten oder im Liegen. Patienten mit Angina pectoris haben sogenannte Risikofaktoren. Das sind Patienten, die schon immer ein bisschen älter sind, vielleicht rauchen oder eine Familienanamnese haben, wo Vater oder Mutter bereits schon einen Herzinfarkt bekommen haben. Außerdem ist der Schmerz doch vielleicht ein bisschen anders. Also Patienten, die herzkrank sind, beschreiben eher so einen Gürtel, der um die Brust geschnallt wird. Der Schmerz strahlt aus in den Kiefer oder in die linke Schulter, während der Schmerz, den man beim Sodbrennen hat, im Allgemeinen wirklich nur an der Stelle ist, hinterm Brustbein. Und dann gibt es ja auch noch dieses Sodbrennen, das zwar Sod ist, aber kein Brennen, also wo man zum Beispiel Husten hat oder Heiserkeit, habe ich gehört. Ja, also Sodbrennen beschreibt ja eigentlich den Schmerz, den man hat. Aber Sodbrennen ist ja Ursache des Reflux, also des Rückflusses von Mageninhalt in die Speiseröhre. Man muss da nicht unbedingt Schmerzen von bekommen. Es gibt auch Patienten, die klagen über Heiserkeit, jahrelange Heiserkeit. Keiner findet raus, warum ist dieser Patient heiser. Und es kann schon sein, dass die Magensäure so weit hochfließt, dass sie auf die Stimmbänder tropft und da in den Stimmbändern zu einer Entzündung führt und zu Heiserkeit. Patienten mit Asthma, wo der Lungenarzt sagt, also ihre Lunge ist im Prinzip in Ordnung, ich verstehe gar nicht, warum sie Asthma haben. Es kann oft sein, dass es nächtlich tatsächlich zu Säurereflux in die Luftröhre kommt und so asthmaartige Symptome auslösen kann. Und Sie untersuchen das dann mit einer Magenspiegelung grundsätzlich? Wenn man dem auf den Grund gehen will, kann man eine Magenspiegelung machen. Mhm. Bei der Magenspiegelung kann man allerdings nur sehen, ob die Speiseröhre in irgendeiner Art und Weise entzündet ist. Das muss beim Sodbrennen nicht unbedingt sein. Die verlässlichste Untersuchung, um festzustellen, ob man zu viel Säure hat, die in die Speiseröhre zurückfließt, ist, dass man eine kleine Sonde in die Speiseröhre legt, die den pH-Wert misst, über 24 Stunden. Also man läuft mit so einer Sonde rum, den ganzen Tag macht, was man eigentlich so macht, arbeiten, essen und schlafen. Und über 24 Stunden wird der pH-Wert in der Speiseröhre aufgezeichnet. Mhm. Und da kann man ganz genau sehen, ach guck mal hier, nachts um zwei, als du solche Schmerzen hattest, da fällt der pH-Wert in deiner Speiseröhre. Da war Säure drin, ja. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Schluckt man da etwas runter, was dann in der Speiseröhre bleibt, ohne dass der Würgereflex einsetzt? Ja, es hört sich ein bisschen schlimm an, aber es ist eine ganz, ganz dünne Sonde. Die wird übers Nasenloch eingeführt und der Patient trinkt Wasser und während er trinkt, schiebt der Arzt die Sonde vor und kann die dann gut positionieren. Und nach ungefähr 10 Minuten hat man sich in diesen Fremdkörper gewöhnt. Es gibt auch keinen Würgereiz und nichts. Und nach einer Stunde hat man dieses Ding praktisch vergessen und läuft dann damit 24 Stunden rum. Und wenn Sie jetzt festgestellt haben, dass zu viel Säure in der Speiseröhre ist, was können Sie tun für den Patienten? Da gibt es viele Möglichkeiten. Also erstmal muss man gucken, was kann man tun, bevor man jetzt mit zum Beispiel Medikamenten anfängt. Mhm. Ja. Und wie häufig ist das Sodbrennen? Ist es einmal am Tag, ist es einmal in der Woche oder einmal im Monat? Je nachdem hängt es davon ab, was man jetzt für Maßnahmen ergreifen will. Als allererstes bin ich immer dafür, dass der Patient erstmal guckt, wie lebt er, was isst er, gibt es irgendwelche Sachen, die er bei sich verbessern kann, bevor er jetzt Medikamente anfängt zu nehmen. Mhm.
Der wäre zum Beispiel erstmal, dass man unmittelbar vorm Schlafengehen nicht essen sollte. Ja, also man sollte mindestens 2 bis 3 Stunden warten, bevor man schlafen geht abends, nachdem man gegessen hat. Also das Fälscheste, was man machen kann, ist zum Beispiel sich abends vor den Fernseher zu setzen, eine Tüte fettige Kartoffelchips zu nehmen, dazu ein Bier, die Kartoffelchips aufzuessen, Bier zu trinken und dann ins Bett zu gehen. Das wäre der Klassiker für Sodbrennen. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man, wenn man nächtliches Sodbrennen hat, sein Bett ein bisschen, Kopfteil ein bisschen höher stellt. Dass man einfach mit der Oberkörper ein bisschen angehoben liegt, kann die Säure nicht so schnell hochlaufen, das wäre eine gute Möglichkeit. Oder dass man aufhört zu rauchen. Rauchen ist ein wesentlicher Risikofaktor, weil auch Rauchen sozusagen diesen Verschlussmechanismus stört, zur Erschlaffung bringt. Und also Rauchen und Alkohol sind tatsächlich die beiden, sage ich mal, Wohlstandsdrogen Nummer eins, die auch für diese Erkrankung verantwortlich sind teilweise. Und wenn Sie dann doch Medikamente geben würden, wären das dann solche Magensäureblocker? Es gibt verschiedene Substanzen auf dem Markt, die unterschiedlich gut wirksam sind. Aber es ist tatsächlich so, dass diese sogenannten Protonpumpenhemmer, diese Magensäureblocker, die wirksamsten sind, die über eine lange Zeit die Säureproduktion im Magen stoppen. Und deswegen sind es momentan die Medikamente der ersten Wahl, die man nehmen würde. Und wenn die nicht mehr helfen würden, habe ich gehört, man kann eine Operation durchführen, bei der man wieder etwas mehr Druck auf den Schließmuskel bringt vom Magen. Richtig. Es gibt diese Operation, die Sie ansprechen, ist die sogenannte Funduplicatio. Da wird eine Manschette vom Magen um die Speiseröhre, um diesen Ringmuskel gewickelt, um ihn zu verstärken, um einfach diese Öffnung zu verengen. Bevor man das macht, muss man sicher sein, dass es wirklich Sodbrennen ist, unter dem man leidet. Ja. Man muss auch wissen, dass es eine Operation ist, es ist ein Eingriff. Aber es ist tatsächlich so, dass die Zufriedenheit der Patienten nach so einer Operation sehr, sehr hoch ist. Und es gibt auch Untersuchungen aus England, die zeigen können, dass nach 10 Jahren, also wenn ein Patient entscheidet sich, Tabletten zu nehmen und der andere entscheidet sich, es operieren zu lassen, nach 10 Jahren die Zufriedenheit der Patienten, die sich haben operieren lassen, sehr viel höher ist als die der Patienten, die die ganze Zeit Tabletten genommen haben. Ja, bisher haben wir ja gesprochen einfach über das Wohlbefinden, das man verliert durch dieses Sodbrennen. Aber Sie hatten ja auch schon angesprochen, dass diese Säure sehr wohl die Speiseröhre verändern kann und ja auch unter Umständen schwer verändern kann, also böse verändern kann, womit wir ja dann schon in Richtung Speiseröhrenkrebs gehen, wahrscheinlich. Mögen Sie uns noch beschreiben, was Sie da tun? Also das ist einer der Gründe, warum ich auch hier sitze, weil ich die Leute, die Patienten darauf aufmerksam machen möchte, dass Sodbrennen halt keine zu vernachlässigende Erkrankung ist. Wenn man das über viele, viele Jahre hat und die Säure über viele, viele Jahre die Speiseröhre verätzt und es zu Entzündungen führt, verändert sich die Schleimhaut in dieser Speiseröhre. Und immer wenn sich Schleimhaut verändert auf Dauer, kann es passieren, dass die Schleimhaut unkontrolliert anfängt zu wachsen. Und das ist dann Krebs. Da gibt es viele, viele Vorstufen von in der Speiseröhre und deswegen ist es auch wichtig, dass man, wenn man längere Zeit unter dieser Erkrankung Sodbrennen leidet, doch mal zum Arzt geht und vielleicht mal eine Magenspiegelung machen lässt, damit der sehen kann, alles in Ordnung oder ah, guck mal, da hat sich schon ein bisschen was verändert oder hier müssen wir aufpassen, Sie müssen nächstes Jahr oder in 2 Jahren nochmal kommen, damit man dort eines Vorsorgegründen Ja, mal drauf schaut. Was wäre denn dann im schlimmsten Fall Ihre Methode? Ist das dann eine Operation der Speiseröhre? Je früher man so eine Veränderung entdeckt, desto weniger gering ist der Eingriff, den man machen muss. Das fängt an mit leichten Veränderungen. Die kann man vielleicht noch mit einem Endoskop, also mit einer Magenspiegelung, wegmachen, sage ich mal ganz einfach. Ja. Kann aber auch sein, dass es schon weiter fortgeschritten ist. Und in diesem Falle wäre tatsächlich eine Operation notwendig, wo dann der befallene Teil der Speiseröhre rausoperiert werden muss. Aber so weit muss es nicht kommen, wenn man die Vorzeichen beachtet und... So weit muss es nicht kommen. Und ist es aber so, dass viele Patienten Sodbrennen haben. Und die Frage ist natürlich immer, wen sollen wir jetzt eigentlich Magen spiegeln und wen nicht? Und
wenn man sich überlegt, wir sind ungefähr 85 Millionen Menschen in Deutschland, 65 Millionen Erwachsene und davon immerhin 20 Millionen Sodbrennen. Und die können wir nicht alle Magenspiegeln. Ja, das heißt, es gibt so bestimmte Warnzeichen, das heißt oder auch bestimmte Bevölkerungsgruppen, die man gastroskopieren, also magenspiegeln sollte. Das sind Patienten, die älter sind, Männer über 50 Jahre und Patienten, die schon seit 1 oder 2 Jahren Sodbrennen haben. Das sind Patienten, da sollte man frühzeitig eine Magenspiegelung machen, um zu gucken, ob es diese Veränderungen in der Speiseröhre schon gibt. Und die anderen können erst Die einmal mit anderen nehmen Erfahrung. erstmal Tabletten und gucken, Ja. ob es damit funktioniert. Aber wenn Ja. es damit auch nicht funktioniert mit den Tabletten, auch die sollten dann eine Magenspiegelung bekommen. Vielen Dank für dieses spannende Interview, Herr Gerne. Dr. Wellhöhner. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com oder auf Facebook oder auf YouTube. Werden Sie gesund.